Wolkenhagen ist richtig überlaufen. Unten steht die Polizei, keiner hält sich an die Abstände. Was soll ich dazu sagen? Ne? Jetzt ist ein bisschen Sonnenstrahl draußen und jetzt haben wir die Menschenmassen hier. Also man sieht es so ein bisschen am Strand, die Massen. Und wenn man so im Ort runter geht, dann sieht man auch, was sich da entwickelt. Ne? Also im Gegensatz, wo Schnee war, waren ja hier kaum Leute. Und jetzt sind richtig viele Leute. Und ich sag ja, hier hält sich keiner dran. In Berlin wird geguckt nach der Abstände und dieses und jenes. Hier interessiert das doch gar keine Mecklenburg. Haben sie doch ihre eigenen Gesetze. Ob das rassistisch ist oder nazimäßig ist, sie haben hier ihre eigenen Gesetze. Und das ist traurig und beschämend. Das habe ich schon immer gesagt, obwohl wir ein Grundgesetz haben. Tja, so ist das halt. Es ist knackenvoll von da hinten. Fontane wird es angefangen. Bis hier vorne. Wenn ihr unten im Ort guckt, da kommen immer mehr Leute. Also es kommen immer mehr Autos hier angereist. Komisch, das sind alles Kernfamilie, wa? Das glaubt ihr wohl selber alle nicht. Das glaube ich euch nicht mehr, dass das alles Kernfamilie ist. Ich muss mich jedes Mal mit der Boltenhegner anlegen und die sagen immer, hier kommen andauernd fremde Leute her mit fremden Kennzeichen und was weiß ich nicht. Ich sage immer, das ist Kernfamilie. Aber es kann ja nicht alles Kernfamilie sein. Tja, traurig. Beschämt.